Hallo zusammen bei Frau Heber Digital. Heute geht es hier um Teiler und den GGT, also den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen. Hilfreich ist es für das Video, wenn du schon die Teilbarkeitsregeln kennst. Ein Video dazu habe ich dir hier oben verlinkt. Los geht's. Wir fangen an mit einer kleinen Zahl. Wir starten mal mit der 10. Und wir schauen jetzt, durch welche Zahlen kann ich 10 ohne Rest teilen? Das ist natürlich die 1, die 2, die 5 und die 10. Notiert habe ich jetzt hier die sogenannte Teilermenge. Und in der Teilermenge befinden sich alle Teiler der Zahl 10. Also alle Zahlen, durch die ich die 10 ohne Rest teilen kann. Nehmen wir noch eine Zahl, die 8, und bestimmen auch hier die Teilermenge. 8 kann ich wieder durch 1 teilen, das gilt übrigens für jede Zahl. Durch 2, das ist nämlich eine gerade Zahl. Durch 4 und durch sich selbst. Fertig. Das ist jetzt die Teilermenge der 8. Und wenn ich jetzt den größten gemeinsamen Teiler von diesen beiden Zahlen bestimmen möchte, dann muss ich nur einen Blick auf die Teilermenge werfen. Also der GGT von 8 und 10. Und zwar sehe ich, dass 8 und 10 zwei gemeinsame Teile haben, einmal die 1 und die 2. Und der größere von beiden und auch der größte ist die 2. Kann ich mir auch nochmal hier markieren. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler von 8 und 10 ist 2. Das war's schon. Schwer ist es nicht, oder? Das Ganze wollen wir jetzt einmal gemeinsam üben. Und zwar habe ich dir verschiedene Zahlen notiert, zu denen wir jetzt die Teilermenge bestimmen wollen. Und dann wollen wir immer zu zwei Zahlen den gemeinsamen größten Teiler bestimmen. Los geht's mit der 6. 6 kann ich teilen durch 1 natürlich, durch 2, durch 3 und durch 6. Fertig. 12 ist auch wie alle Zahlen durch 1 teilbar. Dann ist es eine gerade Zahl, das heißt, ich kann sie durch 2 teilen. Quersumme ist 3, das heißt, ich kann sie auch durch 3 teilen. Ich kann sie durch 4 teilen, denn 3 mal 4 ist 12. Durch 6 und durch sich selbst. Fertig. Und jetzt schauen wir uns wieder die gemeinsamen Teile an. Das ist die 1, die 2, die 3 und die 6. Und die 6 ist in diesem Fall der größte Teiler. Das heißt, das GGT oder der GGT von 6 und 12 ist 6. Hier haben wir wieder die 12. Die Teilermenge haben wir schon hier oben notiert. Ich schreibe die jetzt einfach nochmal auf. Und jetzt bestimmen wir die Teilermenge der 15. 15 kann ich durch 1 teilen. Durch 2 kann ich sie nicht teilen, das ist eine ungerade Zahl. Durch 3, denn die Quersumme ist 6. Durch 5, die letzte Ziffer ist eine 5. Und wieder durch sich selbst, also durch 15. Jetzt schauen wir nach den gemeinsamen Teilern, die 1 und die 3. Mehr gibt es nicht. Und die 3 ist der größte gemeinsame Teiler. Und ein letztes Beispiel, die Teilermenge von 18. Starten wir mit der 1. 18 ist teilbar durch 2, durch 3, die Quersumme ist nämlich 9, durch 6, durch 9. Denn 2 mal 9 sind 18 und durch 18. Das war's. Wir haben also 6 verschiedene Teiler. Jetzt schauen wir uns das bei der 20 an. 20 können wir ohne Rest durch 1, durch 2, durch 4, durch 5, durch
durch 10 und durch 20 teilen. Jetzt schauen wir uns wieder die Teiler an. Und wir sehen, der größte gemeinsame Teiler in diesem Fall ist die 2. Das notiere ich jetzt auch. Und dann war es das schon. Wenn du etwas gelernt hast, freue ich mich wie immer über den Daumen nach oben. Das war's, bis zum nächsten Mal.